Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich habe ein bisschen was gefarmt. Wir können jetzt hier zum Tango gehören immer zwei abschließen. Was hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich die Honigdinger beisammen hatte. Auch nachdem ich viele Missionen hier abgeschlossen habe, von wegen Truhen und Crocs, musste ich, glaube ich, nochmal die Arena machen. Moment mal, hä? Nee, ich will niemanden aufleveln. Musste ich nochmal die Arena machen. Also, diese hier Arena einfach geht echt schnell und da hat man dann direkt den Laden-Reset, dass man sich was kaufen kann. Und ja, das muss ich auf jeden Fall nochmal machen, dass ich den Honig holen kann. Konnte. So. Und jetzt geht's, wie gesagt, direkt weiter mit der Hauptmission. Und Maronus ist dabei. Endlich war die Kraft der Versiegelung in Zelda erwacht. Mehr noch, selbst die Jägerbande, eigentlich erbitterte Feinde unserer Helden, hatten sich nun mit ihnen verbündet. Jo. Das gesamte Volk von Hyrule stand gegen seinen übermächtigen Gegner vereint. Jetzt würde ich gerne... Also jetzt bin ich echt mal gespannt, was da passiert ist. Noch hinterher. In diesem Moment wurde eine dringende Nachricht aus der Hateno-Festung überbracht. Auf dem vergessenen Plateau kämpften versprengte Truppenteile Hyrules verzweifelt gegen eine feindliche Übermacht. Ohne zu zögern brach Zelda auf, um ihnen zu Hilfe zu eilen. Aha. Konnte sie es denn oder hat sie dafür jemand anderen im Stich gelassen? Okay, alles legit anscheinend. Die Schlacht will kein Ende nehmen. Wir müssen schnell handeln. Aber verehrte Prinzessin, es ist zu weit, um zu Hilfe zu eilen. Ja. Pura. Ich habe tolle Neuigkeiten. Seht nur mal. Da. Ja, der Turm. Was mit denen? Das Terminal dort oben hat Zugriff auf die Steuerung im Schloss. Ich habe etwas damit herumgespielt und ich habe es geschafft. Alle Schikatürme wurden aktiviert. Yippie! Also, nichts wie rauf auf den Schikaturm! Auf den Schikaturm? Jetzt mit verbesserter Teleportierfunktion. Heißt das was für uns? Ist das so einfach? Total einfach. Dank der mysteriösen alten Technik, die in dieses Ding eingebaut ist. Kurz gesagt, wir sind jetzt in der Lage, sofort zu jedem Turm in Hyrule oder an einem anderen Ort zu springen. Aha. Das hört sich geil an, aber heißt das was für uns? Oder ist das wieder nur für die Story relevant? Es könnte ja sein, dass wir dadurch wieder ein Upgrade kriegen. Oh, und hier sieht man jetzt auch die Schatztruhen. Die werden wir uns direkt holen. Die Crocs nicht, weil, ja, die werden halt nicht angezeigt. Aber die Truhen, die können wir mitnehmen. Das ist alles kein Problem. So, ja, ich hatte mir jetzt so vorgestellt, ja, vielleicht ist das dann irgendwie so, dass wir durch die verbesserte Teleportierfunktion öfter Läden aktiv haben, zum Beispiel, weil die Händler halt viel schneller rumreisen können. Oder wir kriegen andersweitig noch irgendwie ein Upgrade. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas mit den Händlern vor allem könnte ich mir gut was vorstellen. Aber es kann natürlich ebenso gut sein, dass das einfach nur storyrelevant ist. Und dass das nichts für uns im Game heißt. Maronus! Ja, klar, gerne. Mach mal. Was? Wo? Ach, das ist in dem anderen Gebiet. Da kommen wir gar nicht hin. Ah, super. Apropos Maronus, komm.
Das doch mal wieder mit dem Zocken hier. Der ist zwar viel schwächer als alle anderen wahrscheinlich. Aber egal, ich will ihn jetzt mal wieder sehen. Wenn wir den schon dabei haben, dann will ich den mal... Dann will ich den auch mal wieder zocken. Was... Moment mal, was war das? Ach so, das ist sein... Das ist sein komischer Glanz da. Okay. Ich dachte, da wäre ein Krog. Aber nö. Ja, mach auf. Zwei antike Riesenkerne, okay. Das ist ziemlich krass. Oder wirkt jetzt auf den ersten Moment ziemlich krass. Geht zu Zelda, die ist direkt an Ort und Stelle. Und hier ist auch eine Truhe. Also brauchen wir nicht viel in der Map rumrennen. Ist hier irgendwas Gescheites drin? Nö, nur Rubine. Halt auch nur 45 Stück, ne? Was soll das? Na. Schade. Ja, aber schöner Attackenhagel. Wunderbar. Jawoll. Schönes Ding, Zelda. Wir sind zurück. Da sind noch Soldaten in der Zitadelle, aber der Weg dahin ist blockiert. Wir sind ja gelenkig genug, aber die da drinnen retten, das wäre mal schwierig. Gut. Ja, Koga. Wir helfen. Wir machen das alle zusammen. Wir brauchen auch nicht hier alleine rumrennen, das wäre Quatsch. Wir machen das vernünftig zusammen und dann kriegen wir es auch hier hin. Aber hier ist ein Krog, den ich natürlich direkt dann auch mitnehme. Ist klar. Damit haben wir 7 Krogsamen. Und kriegen eine Cutscene. Okay. Nimm den hier, um den Schrein zu aktivieren. Nice, wie geil. Dass die Jäger jetzt auf unserer Seite kämpfen. Aber es hat sich anscheinend hinterher... ja, wie soll ich das sagen? Reformation aufgetan, kann man sagen. Bei den Jägers, weswegen die anscheinend wieder feindlich geworden sind. Dachten sich wahrscheinlich, ja, pff, irgendwie haben wir gefailt. Jetzt muss wieder jeder auf sich selbst achten. Oder die haben sich dann, dann so gedacht, ja gut, hier auf die... oh, Moment. Kann ich... Vielleicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Die Bombe ist so weggeflogen. Ich würde es gerne nochmal probieren. Nö. Ja, dann geht er halt hin. Wo ist der? Ist er bei Link? Link! Ja, der ist hier bei Link. Ach, scheiße. Komm. Machen wir mal eben den Wächter hier. Ich habe auch gesehen, als ich so ein bisschen gefarmt habe, gegen die Wächter. Wenn man hier die Beine angreift, dann fliegen die ab. Man muss einfach nur die Beine angreifen und dann hat man die Dinger runter. Allerdings passiert das meistens sowieso. Und dann... ist das eh egal, ob die Beine dran sind oder nicht. Das ist komplett egal. So. Sammeln wir die nächste Truhe ein. Das hat keinen Sinn. Wir werden noch alle drauf gehen. Oh, ernsthaft. Okay, ihm droht die Niederlage. Aber es ist noch alles gut, oder? Es ist noch alles gut. Und wenn ich den besiegt habe, ist es hoffentlich noch nicht vorbei. So, jetzt mache ich es aber ein bisschen früher. Und böllern ihm das rein. Boah! Hat ihm das Fett was abgezogen.
Kann ich trotzdem das noch machen, das Bombenmodul? Ich weiß es jetzt nicht, ob es gezählt hat, aber... es hat trotzdem was gebracht, also von daher. Ah, wir sind umzingelt, was? Was denn jetzt schon wieder? Ha, du hättest wissen sollen, dass es nicht leichter wird, wenn wir so weit gekommen sind. Ich dachte, die hintergehen uns jetzt, okay. Ich dachte, er meint jetzt, ha, du hättest wissen sollen, dass wir Arschlöcher sind. Nee. Also ich denke, die wollen wirklich helfen, weil die wurden ja auch von Ganon hintergangen. Habe ich jetzt so zumindest aus dem Gespräch mit dem Vorboten der Verheerung, ich habe seinen Namen gerade vergessen, rausgehört. Deswegen wird es auch keinen Sinn machen, wenn die sich wieder gegen uns wenden. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Könnte vielleicht sein, dass es später dann so kommen wird. Weil Ganon denen irgendwas verspricht oder... keine Ahnung. Oder er sich so denkt, ja, es muss jeder auf sich selbst achten oder so. Wie ich schon gesagt habe, kann ja sein, dass die das hinterher verkacken und sich so denken, ja, komm, es bringt sowieso nichts, zusammenzuarbeiten. Dann rauben wir die lieber noch aus und haben dann eben noch mehr Ressourcen für uns. Kann ja sein. Und ich denke, wir müssen noch ins Innere zurück. Also werde ich jetzt erstmal zu Daruk zurück. Und... habe ich gesagt, ins Innere zurück? Nee, ne? Ins Innere vor, meine ich natürlich. Falls ich das falsch gesagt habe. Ich denke, wir müssen noch ins Innere vor, also werde ich jetzt erstmal zu Daruk gehen. Und lasse Link dann da einfach hinlatschen. Währenddessen können wir hier schon mal abgehen. Oh, scheiße. Was? Eigentlich bringt Stasis doch immer was, wenn er diesen Move macht. Aber ich habe den Attackennagel rausbekommen. Ich kann hier nicht. Ich kann hier nicht weg. Okay. So, Stasis. Ich will nicht. Geh da weg. Hä? Was zum Teufel? Wie gut das geht, mit dem Stasis auszuweichen, wenn er den Move macht. So, zack. Na, ja, hat jetzt nicht wirklich was gebracht, ne? Da, guck. Da ist Stasis. Aber es hat nichts gebracht, ne? Ne, es hat nichts gebracht. Ich habe hier aber auch so unglaublich wenig Platz, ey. Holy shit. Hat der eine Hinox dem anderen gerade einen Stein ins Maul geworfen? Ah, hau doch ab. Ja, komm. So. Nein. Hallo, abbrechen. So, ich hätte gern Eis. Genau, wunderbar. Und dann den Schmetterangriff. Ist er down, bitte? Nein, er ist natürlich noch nicht down. Aber. Einen Moment. Feuer. Boah, Alter. Ja, jetzt wird nochmal gegrillt. Und Schmetterangriff. Boah, ey. Wie wenig Platz hier auf dem Battlefield ist, ne? Das ist so ein Scheiß. Für zwei Blitz-Hinoxe. Ist hier echt viel zu wenig Platz. So, der eine ist zumindest down.
Oh, Moment, bei dem können wir, glaube ich. Ja, bei dem zählt's. Bei dem zählt's. Er hat zwar Stasis auf den komplett falschen Gegner gemacht, oder ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er überhaupt Stasis auf irgendeinen Gegner gemacht hat. Aber es ist auf jeden Fall genug. So. Den böllern wir jetzt noch weg. Nein, du machst das nicht. Kriegst einen Spezialangriff rein. Komm, nochmal Stasis. Ach ja, bei ihm... Ja, okay, er ist down. Bei Daruk bringt Stasis einen Scheiß. Das ist echt furchtbar. Prinzessin! Ich komme sofort! Maronus! Nee, nicht Maronus. Ich will hier Link. Danke. Ein silberner... Nee. Obwohl, wir können nicht rein. Ehe wir den silbernen Leuen nicht besiegt haben, können wir, glaube ich, nicht da in die Festung oder keine Ahnung, was da genau ist. Das ist auf jeden Fall ein abgeschlossener Bereich. So. Wunderbar. Ich habe B gedrückt anstatt X. Okay, ist egal. Vergessen war ganz schnell, ist nicht passiert. Gerade auch die scheiß Drecksfights mit den Hinoxen sind nicht passiert. So. So, Stasis. Jawoll, schönes Ding. Und zack. Nur noch ein bisschen, dann haben wir einen Down. Ah. Hä? Das hat mich gar nicht getroffen, was? Wie zum Teufel hat mich das nicht getroffen? Okay. Schön ausgewichen mit dem Ground Pound. Okay. Absolut nicht mit Ruhm bekleckert. Ist aber vollkommen egal. Los. Noch. Hoffentlich kommen keine mega krassen Gegner, wo es dann richtig kacke wird. Ich würde jetzt gerne mal in die Festung hier rein. Oder was auch immer das ist. Ich würde gerne einfach hier mal die Truhen holen, die da drüben drinne sind. Aber ich komme da hinterher noch rein, oder? Beziehungsweise, ich komme jetzt noch nicht rein. Ist eher das, was meine Frage hier wäre. So, Schmetterangriff. Down. Die Bockblinds sind echt kein Problem mehr. So, da kommen wir nicht rein. Oder? Was ist mit dem X? Was ist das? Was ist da, was geht da ab? Ja, okay, dachte ich mir. Oh, hier ist ein Krog. Okay. Ja, wie kommen wir dann... Ach, wahrscheinlich wird der Weg im... Norden aufgemacht. Ah, hier ist noch ein Krog, okay. Also, jetzt nördlich von uns. Ich denke, der wird aufgemacht. Und, da, wo ich den Krog gerade gefunden habe, da ist dann wirklich nur optional. Beziehungsweise, da ist die ganze Zeit versperrt. Und da soll man denken, ja, ich muss doch nicht hergehen. Und dann kann man ihn ziemlich leicht übersehen.
echt assi ist, aber naja, gutes Versteck zumindest. So, ein Balken pro Hit wird abgezogen, ey, holy shit. So, nächsten Standpunkt erobert auf jeden Fall. Rasseln des Entzückens. Ja, die sehen nice aus. Die sehen echt gut aus. So, jetzt meine Frage. Was ist hier? Was ist hier los? Okay, hier wird hinterher aufgemacht. Auf jeden Fall. Hier kommt man nämlich durch. Ich weiß nicht, wer da aufmachen wird, aber irgendwer wird uns da aufmachen. 99%. So, bringt das hier noch irgendwas, die wegzumachen? Wahrscheinlich nicht, aber ich finde das immer so, keine Ahnung, ich finde das irgendwie immer so befriedigend, einfach so in Gegnermassen drin zu stehen und dann einfach mal Disney hier zu machen. 1, 2, 3, 4. Und dann so hochwirbeln und die alle durch die Luft zu kloppen. Das ist mega geil. So, was ist hier los? Der Turm. Begib dich zum Shika-Turm. Teleportieren? Ach, wir können uns jetzt rein teleportieren, oder wie? Okay. Okay, also da war versperrt und wir... Okay. Wir wären da gar nicht lang gekommen, hätten wir das Teleportieren nicht. Hey! Hä? Ich hatte ihn doch fast. Ich glaube, die sind ultra... Also ich habe ihn auf jeden Fall geschlagen, glaube ich. Nur es hat irgendwie nicht gezählt anscheinend. Vielleicht muss man die so mit dem Bogen wegmachen. Keine Ahnung. Echt schade. Echt sehr schade. Weil ich hätte gerne mal gesehen, wie das so ist hier in dem Spiel. Wie viele Rubine die geben. Weil die geben ja im Hauptspiel, also Breath of the Wild, geben die ja Rubine. Ich denke, es wird auch hier so sein, nur wie viele. Weil wenn die etwas seltener sind, was ich schon denke, dass sie es sind, weil ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen. Kann natürlich sein, dass wir die, dass wir so einem Hasen schon mal begegnet sind. Ich ihn allerdings nicht gesehen habe. Klar, kann sein. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das der höchstens dritte ist, den wir gesehen haben. Oder den ich hätte sehen können. Obwohl. Das wäre schon krass, ne? Ich bin schon etwas weiter in dem Spiel. Egal. Vollkommen egal. Es ist auf jeden Fall der erste, den ich hier gesehen habe im Spiel. Also denke ich mal, dass die seltener sind. Und wenn die dann nur, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, den ich bringen wollte, wenn die dann nur 100 Rubine geben, dann sind die mega useless. Die müssen schon mindestens 300 geben. Komm, wirbeln wir uns mal hoch. Okay. Das hat zwar nicht wirklich was gebracht, aber ich bin durch das Hochwirbeln bin ich seiner Stampfattacke ausgewichen. Und nach der Stampfattacke konnte er dann, konnten wir ihm dann Balken abziehen. Also alles gut. Das ist alles miteinander ausgegangen. Das finde ich gut. Und was ich ebenfalls gut finde ist... Die oben? Hä? Okay, aber da habe ich sie gerade nicht gesehen. Hä? Okay, die ist hier... Die ist in der Ecke versteckt. Ja, okay. Was ich
ebenfalls gut finde, ist, dass wir jetzt alle Truhen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier hinten noch ein Croc ist. Kann das sein? Ist irgendwie so abgelegen. Sieht irgendwie ein bisschen nach Secret aus. Nicht? Ist hier keiner? Das ist schade. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass da noch einer ist. So, was ist hier unten? Was ist hier unten eigentlich? Schon wieder ein Stützpunkt. Okay, schade, auch kein Croc drin. Müssen wir die Stützpunkte überhaupt einnehmen? Also, ich meine, gerade nicht, klar. Aber müssen wir das später machen? Oder ist das jetzt einfach nur für den Bonus? Weil es spawnen ja immer Truhen, die ganz geil sind eigentlich. Also könnte ich auf jeden Fall verstehen, warum man dann hier einfach nur dafür runtergeht. Ja, war in Ordnung. Das hat keinen Sinn. Doch, es hat einen Sinn. Kämpf weiter. Gegen einen silbernen Moblin verkackst du, ist das denn ernst? Oh, da habe ich mich verdrückt. So. So einfach kann es sein. Siehste, zack, da ist er weg. Down. Trampelst du hier so rum? Hilfe, bitte helft mir. Die gegnerischen Truppen marschieren auf das Hauptquartier zu. Noch mehr? Hört mal alle her. Jetzt machen wir ernst. Immer als Kiddie, wenn man irgendwie verkackt hat. Ja, okay, okay. Soll ich ernst machen? Okay. Was? Okay, na gut. Was geht da denn ab? Ich dachte so, ja, vielleicht ist da ein Croc, lass mal da hin. Und dann denke ich mir so, ja, okay, geht anscheinend nicht, ist eine unsichtbare Wand. Und dann bugge ich auf einmal da durch und kann nicht mehr zurück. Oh Mann. So, wir müssen auf jeden Fall schnell dahin. Ich würde sagen, wir machen mal mit Maronus hier etwas. Schicken dann Daruk hier zum Wächter. Und packen Link. Ach, Koga ist da. Kann Link überhaupt dahin? Nein, Link kann nicht dahin. Und wir werden tatsächlich gezwungen, mit anderen Charakteren zu spielen. Okay. Obwohl, können wir uns zurückteleportieren? Doch, bestimmt können wir uns zurückteleportieren, ne? Ja, okay. Nö, habe ich jetzt aber keinen Bock. Ich mach das hier mal mit den anderen Charakteren. Oh, ja, okay. Da hatte ich kein... Ja, toll. Da hatte ich kein Modul übrig und wahrscheinlich jetzt auch beim nächsten Angriff nicht. Ja. Aber der ist zum Glück nicht so krass, wenn er das da macht. Das sieht bei dem schon wieder anders aus. Wenn er auf dem Boden kloppt, da muss man unbedingt weg. Außer man erwischt ihn in einem sehr günstigen Zeitpunkt. Wo man dann das Auge trifft. So, jetzt wird er weggeböllert. Die Crocs. Ach ja, stimmt. Wir müssen ja die Crocs zu uns holen. Das ist ja quasi sein Spezialmove.
den wir auch immer so viel es geht machen sollten. Der ist nämlich sehr wichtig, wenn wir Durchschlagskraft haben wollen. Schön, Maronus! Alter! So, und jetzt wird er richtig weggemacht. Holy shit, hier fliegt alles nur durch die Gegend. Nice. Also es macht schon Laune, mit Maronus zu zocken. So. Stoppen wir ihn nochmal. Und ich weiß gar nicht, was seine starken Attacken machen, aber die brauche ich auch gar nicht. Maronus ist auch so krass genug. So, komm. Da war ich mal easy aus, wollte ich sagen, aber irgendwie nicht. Aua. Schön, Maronus. Baller diese Drecksau da weg. Maronus hat echt... Also, mobil ist der nicht. Mobil ist der Junge nicht. Alles klar. Dann machen wir mit Daruk hier diesen. Obwohl. Ja, doch. Wir machen mit... Was zum Teufel? Okay, na gut. Ja, dann schicken wir Daruk hier runter. Hatte ich sowieso vor. Während Zelda den Wächter hier wegmacht. Mach das Damage. Schade, 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 schade. Ah. Stasis. Und wegballern. Jawohl. Und erster Schmetterangriff. Ja. Nice. Was? Er ist fast down. Er ist fast down. Nein. Geh da weg, Zelda. Okay. Geh da hin. Stasis. Und richtig fett was reinballern. Ja, schön, 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 schön. Komm, den machen wir jetzt aber direkt weg. Jawoll. Mega geil. Und jetzt? Jetzt gehen wir zusammen mit den anderen die letzten Gegner wegmachen. Wollte gerade den Gegnernamen nennen. Aber dann ist mir eingefallen, ich weiß gar nicht, gegen wen wir kämpfen. Gegen den silbernen Moblin. Okay, dann machen wir jetzt mit den anderen zusammen den silbernen Moblin weg. Man kann natürlich taktischer vorgehen, indem man sich erst die Gegner anschaut und dann alle schön zuweist. Zum Beispiel... Hätten wir Maronus auch zum silbernen Moblin schicken können, weil der am schwächsten ist. Und dass man generell so alle an die Stärken der Gegner anpasst. Und zum Beispiel dann auch alle hinter gegen den Blitzwächter kämpfen lässt, anstatt alle gegen den silbernen Moblin. Aber im Prinzip ist es egal. Nur wenn man halt... Ohne Chimärenlanze. Eine der Lieblingswaffen von weißen Leunen. Der abartig schwere Axtkopf und der Spitze verleiht ihr... Was? Ich bin dumm. Der abartig schwere Axtkopf an der Spitze verleiht ihr ein verheerendes
Zerstörungspotenzial. Ja, wenn man das mit 300 IQ machen will, dann muss man das auf jeden Fall so machen. Und zwar vernünftig taktisch. EP beim Kombinieren plus 375. Also damit werden wir auf jeden Fall sehr schnell das Maximallevel erreichen. So. Also wie gesagt, ist eigentlich egal, aber taktischer zu zocken ist, glaube ich, dann doch nochmal geiler. Oh cool. Er kann auch einen Kurzschwert kriegen. Gefällt mir auch ein bisschen besser als der Ring irgendwie. Es ist halt einfach nur ein Ring mit einem Stab dran. Dünn ausgebackene Krebs, dick mit Honig beträufelt. Ein wahres Geschenk für alle Freunde der Süßspeisen. Plus 30% Rubine. Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt zu Ende gesagt habe. Es würde auf jeden Fall mehr Bock machen, taktischer zu spielen, aber fürs Let's Play ist es eben nicht so gut, weil es alles dann nochmal länger dauert. So. Für manche Sachen brauche ich extrem lange, um die zu erzählen. Sorry. Oh. Gut, das ist der Vater, aber... Ist er ein Geist, quasi? Ist er schon tot? Vater! Ja? Ihr seid noch am Leben. Doch, tatsächlich, er lebt noch. Doch nur Dank. Was? Das Artefakt, was er von ihr hat. Was ist das? Was hat das gemacht? Jetzt kommt der Reveal. Alter! Es ist einfach ein Schild! Deine Bereitschaft, stets nice. Zu geben, war es, wie mir das Leben gerettet. Nice. Verzeih mir. Vater. Stets wart ihr es, der mich geliebt hat. Mehr als alles andere auf der Welt. Die Bürde, die ihr bisher allein getragen habt, von nun an, lasst sie uns gemeinsam tragen. Wie sie ihren Vater mit sie anspricht. Weird. Du bist mein ganzer... Nein. Hyrules ganzer Stolz. Mit deiner Macht bist du in der Lage, die Verheerung zu verhindern. Geil. Das habe ich erwartet. Schön. Alle Truppen aus den Regionen Hyrules... So habe ich nicht erwartet. Aber es ist... schon naheliegend, sowas einzubauen. Werden wir Schloss Hyrule zurückerobern. Das ist so dieser klassische, irgendeine emotionale Situation passiert und irgendjemand, der vorher immer richtig hart drauf war und so ein bisschen bekloppt ist, flennt dann einfach im Hintergrund. Schön. Nice.
König Roam, der kämpft jetzt mit uns? Sein voller Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Er heißt Hyrule? Okay. Oh, ja, okay. Er führt seine Truppen in die Schlacht, um die Verheerung zu besiegen und den Frieden in der Welt wiederherzustellen. Mhm. Sein Schwert gefällt mir. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, boah, ich hätte so gerne, dass Link dieses Schwert führen könnte. Aber dann habe ich mir so gedacht, würde wahrscheinlich ein Zweihänder sein für Link, so riesig wie das ist. Aber Roam hat das, also jetzt, wo wir mit ihm zocken können, haben wir wahrscheinlich auch das Schwert. Und ich hoffe, dass es kein Zweihänder ist, weil er ist groß genug. Es würde keinen Sinn machen, wenn das ein Zweihänder für ihn ist. So, und ich will jetzt nachschauen. Ich will jetzt nachschauen. Du wirst ersetzt, Maronus. Sorry, er ist viel cooler. Königs Zweihänder. Sei bitte vorsichtig. Was? Gerade durcheinander geredet haben. Ja, okay. Es macht schon Sinn. Es macht schon... Jetzt, wo ich das so sehe, ist es schon ein Zweihänder. Selbst für ihn. Ich meine, das Schwert ist wahrscheinlich größer als er selber. Aber er hat das vorher mit einer Hand gehalten, deswegen dachte ich so, ja, ist wahrscheinlich einfach ein sehr großer Einhänder und er ist ja auch eine große Person. Ich meine, wenn man die mal... Ja, okay, es ist reingezoomt. Es ist reingezoomt, okay. Sieht man jetzt nicht. Schade. So. Schwert der Leibgarde der Königsfamilie. Unter der Wucht seiner Schläge zerbarst die Rüstung ebenso wie der Kampfgeist eines jeden Angreifers. Zerbarst, okay. Na gut. Ja, lass uns mal hier die Quests abschließen. Eine neue Kraft. König Roam, längerer Komboangriff und eine Hose. Nee, Schuhe. Doch, aber die Hose mit dazu, ne? Eine mit antiker Technologie hergestellte Spezialbeschichtung an den Spitzen der Stiefel ermöglicht sichere Fortbewegung, auch auf schwierigem Terrain. König Roam, Herzen plus 1. Ja, müssen wir reinböllern. Müssen wir jetzt alles reinböllern? Erstaunlich. Finde ich auch gut, dass wir da so viel upgraden können, weil Roam ist natürlich jetzt unterlevelt. Er ist generell viel schwächer als die anderen, weil er eben nur so wenige Herzen hat. Also es ist schon gut, dass wir dann auch seine Mission direkt abschließen können. Was ist das hier? Neue Farben für Tornado. Okay. Da bin ich mal gespannt. Dann zeig mal her. So, die Kletterschuhe. Oh, dunkelblau. Hellblau. Und orange. Nice. Okay, die Hose sieht echt weird aus. Wir haben immer noch keine freiere Rüstung, ne? Und was ist das? Nee, das ist, okay. Ja, schade. Ich würde gern nach wie vor die Barbarenrüstung oder den Barbarenhelm benutzen. Ich bin noch stärker geworden. Aber, wenn nichts dazu passt, wird schon lächerlich aussehen, wenn man einfach irgendwie so ganz weird rumlaufen mit so einem Barbarenhelm und der Rest ist einfach, keine Ahnung, irgendeine Rüstung. Nee, es wäre komisch.
Schnellere Herzenregeneration, was? Schnellere Herzenregeneration? An Quellen. Oder wie? Willkommen bei den Quellen der Goronen. Die glücklichen Gesichter an den heißen Quellen erfüllen auch dein Herz mit Wärme. Das ist schon nur in Quellen, oder? Ich meine, wenn wir einfach so Herzenregeneration bekommen, das wäre schon krass. Was heißt höhere Chance auf Erfolg? Was heißt das? Größere Chance auf bessere Waffen. Ja, das... Du bist ziemlich gut. Das war auch mal nötig. Wer war das? Waren das die Feen? Ich glaube, ne? 10% auf Rabatt auf Waren. Ja, nee, interessiert mich jetzt nicht so. 10% auf Rabatt. Ja. Das ist gut. Was sage ich die ganze Zeit? Auf Rabatt. 10% Rabatt auf Waren. So. Meine Fresse. Ja, nee, werden wir jetzt noch nicht machen, weil wir hier noch ganz viele Dinge haben. Was ist da unten? Rezept Herzchensuppe. Es braucht mehr etwas. Ja, da fehlt noch was. Okay. Ausgezeichnet. Was? Vielleicht inspirierten die ihm von dir gratis überlassenen Zutaten im Koch zu seiner Geheimzutat Liebe und endlich gelang ihm die Suppe, die er sich vorgestellt hat. Als Dank teilt er dieses Rezept mit. So, jetzt sehen wir's. Energieregenerierung alle 10 Sekunden. Bitte? Einfach so? Aber nur ein Viertelherz dann, oder? Also... Meine Güte, ich werde ich weiß nicht, ob ein... Ob ein halbes Herz noch okay wäre, aber ein ganzes Herz auf jeden Fall nicht. Ganzes Herz, ne. Jetzt höre ich nicht auf. Nein. Wir sind so weit gekommen. Jetzt auf keinen Fall aufhören. Ich gewinne wieder an Charme. Die Ninja-Maske. Sieht aus wie eine normale Stoffmaske. Unterdrückt aber mit Chica-Technologie das Rascheln der Kleidung. Was? Ja, wahrscheinlich. Ideal für Geheimmissionen. ja. Können wir hier mal einfach für irgendwelche Dinger den Sensor anmachen? So. Kaufen. Glutforellen. Dreifarbkarpfen. So. Und hier unten gibt's noch was. Oh, und bei dem anderen Laden gibt's auch noch was. Oh, jetzt dürften wir eine Mission fertig haben. Oder? Nicht? Okay. Dachte, ich hätte eine Mission gesehen, wo wir nur noch... wo wir nur noch 10 Kürbisse brauchen. Aber, na gut. Hier ist nichts. Dafür brauchen wir nochmal Krogsamen. Oh Moment, dafür brauchen wir aber auch diese komischen Karotten. Okay. Da kriegen wir auf jeden Fall nochmal was. Diese Glühwürmchen können wir nehmen. Nice. Da haben wir direkt auch wieder eine nächste Mission. Lass mich nur machen! Maronus. Spezialleiste dazu. Ist okay. Ich meine, Spezialleisten sind immer geil. Obwohl, ich meine, Maronus ist zwar schwach, aber gerade deswegen brauchen wir die Spezialleisten bei ihm. Denke ich mal. Ja, ich nehme alle. Und damit dürften wir auch ziemlich gut vorgesorgt haben. Hier unten haben wir nichts mehr. Was ist damit? Kriegen wir ja noch was? Ja gut,
Hier unten würden wir Durians kriegen. Aber, ja. Dafür müssten wir erstmal hier Missionen wieder haben, ne? Und hier ebenso. Wenn wir keine Missionen abschließen können, wird's schwierig, die Belohnung einzusacken. Oh, aber wir haben zwei Läden wieder, wo wir es kaufen können. Durians? Ja, Maxi Durians. Nice. Wir brauchen aber 10, oder? Hm, ich glaube, wir brauchen 10. Gut, machen wir den erstmal weg. Der können wir ja nicht. Lotus gibt's aber. Gut, Lotus. So. Dann brauchen wir noch diese komischen Karotten. Also die Karotten, die sind echt Mangelware, ne? Bei uns. So. Hier gibt's auch nichts mehr. Ja, gut. Dann denke ich, war's das erstmal. Ich werde dann nochmal... Obwohl, ich kann die ja hier nochmal alle markieren, so viel es geht. Obwohl. Nee, ich denke, ich werde das... Ich denke, ich werde das... ich denke, ich werde das, bevor wir hier die Hauptmission machen, dann nochmal vorbereiten, wenn wir die Sachen nicht aus den Nebenmissionen rauskriegen. Also wenn wir die Sachen, die wir für die Quests brauchen, hier nicht aus den Missionen rauskriegen, dann werde ich danach nochmal schauen. Aber so machen wir jetzt erstmal einfach nur die Mission und schauen dann einfach hinterher. So. Dann geht's beim nächsten Mal weiter damit, wo ich gerade sehe, Yunobo ist komplett unterlevelt. Das heißt, das werden wir noch machen. Und dann werden wir in der nächsten Folge die Quest mit Yunobo machen. Ja, wie heißt's? Yunobos hitziges Training. Aber erstmal leveln wir ihn noch auf. Oh, ich hätte so gern vernünftig viele Waffen für Roam. Das wäre echt nice. Das wäre echt mega nice. Drachen Felsenfilet Deluxe. Felsenfilet von Top-Qualität. Okay. Delikatesse. Ja, okay. Dann benutzen wir das, ne? Das ist schon das krasseste Ding. Ausrüsten. Gibt's hier irgendwo EP-Bahn kombinieren? Ja, wunderbar. Ich hätte gerne für ihn Monsterteile plus... Ja, nee, obwohl Monsterteile brauchen wir nicht, ne? Müssen zusehen, dass wir hier bei ihm was Vernünftiges kriegen. Schaden durch Spezialangriff zum Beispiel. Plus 8%. Voll Opfer. Yunobo so oft spielen werden. Ich denke, ich werde das trotzdem machen. Einen Moment. Hier. Wo ist es? Schaden durch Spezialangriff. Oder EP beim Kombinieren. Ich denke, ich werde EP beim Kombinieren machen. Das können wir da einfach nicht drauf machen. Ja, okay. Dann halt Spezialangriff. Machen wir das so. Und dann böllern wir hier EP mal kombinieren. Die ganzen Dinger weg.
Ich glaube, da war auch noch irgendwie besseres Leveln bei, ne? Ja, okay. Egal. Machen wir es so. Haben dann schön gelevelt. Und kloppen das dann nochmal da drauf. Level 9. Wunderschön. Gut. Dann werden wir beim nächsten Mal, wie gesagt, hier Yunobos hitziges Training machen. Und ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Moment mal, Belohnung? Das sind Krocksamen unten. Hat das was zu sagen? Was heißt der Krocksamen da drunter? Habe ich hier irgendwo Krocks verpasst? Da sind tatsächlich noch in manchen Missionen da Crocs versteckt, Alter. Was ist das denn für ein Scheiß? Ach du Scheiße, ey. Ach komm, Mann, ich dachte, die wären nur in den Hauptmissionen. Was soll das? Da muss man die ja alle durchsuchen. Weißt du, wie viele das sind? Wie viele Missionen? Muss ich da jetzt einzeln immer durchgehen oder was? Kapitel 1? Oder habe ich hier wenigstens irgendwie Herausforderungen? Ja, okay, ich habe hier eine Liste, da kann ich dann durchgehen. Das ist doch trotzdem Kacke. Naja. Was auch immer. Wir machen beim nächsten Mal hiermit weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.